mit spielen! Was? Starte das Spiel! Das Rote wird das Entschlossen machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich hab euch alle töten! Ja! Den Gruppenführer Fegelein irgendwo finden. Yo, Homie! Alle Leute, die mich stressen wollen! Ich bin ein waschechter Knacke! Wir können den Gruppenführer Fegelein irgendwo finden. Ich bin der echte Stars. Wenn einer gegen meinen Bauch rennt, dann fliegt er 30 Meter zurück. Ich bin der echte Stars und ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin der echte Stars. Ich war einmal im Schwimmbad und bin vom Dreier ins Becken gesprungen. Mal war das Becken leer. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich hab die Schnauze voll. Ich will kein Gangster mehr sein. Ich hab genug von Kinderschlagen und in der Bäckerei klauen. Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Nur positiv. Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Ich hab die Schnauze voll. Ich will kein Gangster mehr sein. Ich hab genug von Kinderschlagen und in der Bäckerei klauen. Ich wurde schon viermal erwischt, aber ich hab nur dreimal geheult. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Aber ich geb's trotzdem auf. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Moment. War das die Schurocker? Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. In der Bäckerei klauen.
Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos? Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Meine Herren, der Führer! Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Positiv. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Schnell, Stadt! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Genau! Er geht nicht! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern.